Eloti ist gelandet. Genau, damit lösen wir es ein Rätsel. Hier wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn man es dann schafft, diesen Block hier reinzuschieben, natürlich irgendwie noch mit Soundeffekten, spawnen dann ein paar Mobs, die man besiegen muss. Und halt wieder auch diese Säule füllt sich da um eins weiter. Und hier auch noch ein ganz nettes Rätsel, ist so ein standardmäßiges, kennt man von vielen Spielen wahrscheinlich, wenn man, ja, ihr könnt euch da mal austoben, wenn man einen Knopf drückt, spawnt immer ein Mob davor. Hier unser Testschwein. Und die Lampen gehen hier hinten an, zum Beispiel sind jetzt hier bei dem 3 Stück angegangen. Aber man muss alle zum Leuchten bringen. Genau, ja. Wenn man halt also eine andere drückt, dann gehen die 3 an, das wieder aus und ist halt so ein Rumgebastel und Rumgeteste. Und jedes Mal spawnt halt irgendein ätzender Mob, den man noch besiegen muss, vielleicht ein Slime oder so ein Pony-Slime. Und man muss halt schaffen, alle 7 anzukriegen, um halt auch dir dann das Ding da hinten zu aktivieren. Ja, den Raum, den kann man richtig schön verzieren hier. Genau, ja. Da haben wir so ein bisschen was vorbereitet, eben so von den Lampen. Man kann es natürlich alles umbauen, dann, falls ihr dann irgendwie unsicher seid, ob da irgendwas geschrottet wird. Genau, müssen wir uns ein bisschen absprechen. Kann man dann irgendwann final dann da in den Turm hoch und dann weiter, ne? Also ganz, genau. Ganz fertig ist es noch nicht, sehe ich hier. Sind noch ein paar leere Plattformen, aber zu viel, denke ich mal. Also die letzten Räume würde ich jetzt hier gar nicht groß zeigen, weil das muss ja auch noch ein bisschen spannend sein für die, die zusehen, falls sie das dann auch spielen. Genau, ja. Wie gesagt, das meiste, wir versuchen es eh, My Little Pony war ja recht einfach, das Spiel, also ja. die Rätsel waren ja nie so schwer, das einigermaßen einfach zu halten, aber es macht trotzdem recht Spaß, weil es halt ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Dann kann man natürlich diese Melody-Chest, die wir gemacht haben, die kann man hier überall einbauen. Ihr könnt ja natürlich dann an den Gängen natürlich Abzweigungen noch einbauen. Das Einzige, was halt nicht sein darf, ist, dass die Dinger übereinander sind, weil wir eine Map haben wollen, dass man ja alle Räume sieht. Von oben, ja. Genau, also drüber bauen wir nochmal zu dann sozusagen und dann das Ding drauf. Aber an sich so kleine Abzweigungen, so kleine Miniräume, wo eine Kiste ist und ein Mob noch drin ist oder so, kann man reinbauen. Das ist jetzt natürlich noch so das Grundgerüst für den Hauptweg, den wir auf jeden Fall... Ihr dürft euch austoben, heißt's. Genau. genau, und dann kommt man ja, wenn man diesen Flügel fertig hat, kommt man ja in diesen Mittelraum wieder rein, auf so eine Terrasse, die wieder ein bisschen höher ist. Und da gibt's halt auch wieder hier so einen Dingsbrunnen, den man aktiviert, wo Wasser runterfließt. Und man muss sich dann auf die andere Seite wieder über so Eiszeug drüber springen, um rüberzukommen. Wegen Brunnen, da kann man so vielleicht ganz schön so Götzenköpfe machen, die dann das Wasser rauskotzen oder so. Ja, genau. Ich meine, die Regenbögen kotzen. Wir machen ja ein Texture-Pack mit so Wasser, das sieht aus wie Regenbögen. Ja. Und genau, dann muss man halt hier rüber, wenn man natürlich runterfällt, dann ist man ganz unten, muss wieder das Wasser hochschwimmen, das nimmt auch wieder ein bisschen Zeit, so ein bisschen Strafe. Dann eben der nächste Flügel, da sind dann wieder 3 Rätsel drin, die man lösen muss. Kommt dann wieder das nächste hier oben raus, hat dann den Little Pony Key irgendwo bekommen und kämpft sich dann von dem letzten Balkon. Den Pony Bony. Pony Bony Key. und kommt dann halt hier oben. Hier ist eine große Tür, die aktiviert man. Oh, was steht da? Darf ich da hinrennen? Ich sehe es noch nicht. Das, was steht? Steht da Pony Boss? Bacon Block. Okay. Bacon Block. genau, stimmt, da dachten wir uns eben, hier ist so ein kleines Spielchen, dass man irgendwie hier 4 Sachen aktivieren muss irgendwie mit Mobs. Und das aktivieren sich dann immer so diese Beacon-Blöcke, diese Strahlen. Und wenn alle 4 leuchten, geht dann die Endtür auf und dann ist hier dieser Bosskampf sozusagen. Ja. Das Ultra-Pony muss man besiegen. Und genau, dann ist an sich sozusagen der erste Tempel fertig. Und genau, das Grundgerüst von diesen Tempeln ist halt immer auf jeden Fall 6 Rätsel. Plus ein so ein Boss-Rätsel oder vor dem Boss noch so ein Endrätsel sozusagen. So ein kleiner Pre-Boss-Fight. Und es variiert und natürlich je nach Setting von der Location her und ja. Genau, wir können cool. Hier nochmal nach rechts oder falls ihr mich seht, mir folgen. Und zwar ist die Blusen, Moment. Ja, irgendjemand folgt mir. Ah, da. Der Goran. Ich habe halt tiefer geguckt. Genau, stimmt, der Aufbau von dem hier, seht ihr, ist ja recht durcheinander sozusagen von den Räumen her, weil wir eben dachten, halt, der Tempel ist ja so ein bisschen überflutet, ein bisschen kaputt hier bei und so. Der Karte. Wenn man die Karte hat, denkt man, hier geht ein Weg lang und dann geht da keiner lang. Achso, ja genau, hier wird wieder, auf der Seite wird auch wieder so ein Flutding sein, dass man... Ah, okay, ich dachte schon. Nur da werden nur 2 Dinger sein, die man fluten muss, um dann hochzukommen sozusagen. Okay. Also wieder so ähnlich vom Aufbau her, wie diese Pony-Spiele halt immer waren.
Genau, und das ist halt recht durcheinander gebaut. Also da sind die Eingänge immer so ein bisschen unsymmetrisch, was ja so ein eingestürzter Tempel sein soll vom Design her. Und hier, das wäre dann eben der Feuerrot-Tempel da. Den noch gar nichts. Moment. Also. Lichtweite. Ja, hier die Chunks. Bisschen dauert's. Nix passiert. Achso, ne, ist hier Void? Ne, ne? Ah, doch jetzt. Hier sind schon die einzelnen Rollen. Ich habe hier total die Sichtfehler. Genau, das haben wir jetzt so ein bisschen symmetrischer gemacht, dass man... Tipp auf friedlich, Moment. Ich tippe gerade auf meinen Schwierigkeitsgrad und wundere mich, warum die Chunks nicht aktualisieren. Das hat sich ja jetzt in ein extra Menü geschoben. Entziehen. Genau, da war die Idee, dass halt auch hier der Eingang hier bei mir ist. Mal hier reinkommen, so ein kleiner Rätselraum. Und dann ist in der Mitte eine Treppe, ich habe es schon angedeutet, noch nicht ganz abgerissen. Also eine große Treppe, die komplett durchgeht. Und hier ist dann eine Tür, die große, die man nicht öffnen kann. Da muss man irgendwie. Also man kann theoretisch schon direkt hinten bis zum kurz vorm Boss anschauen. Genau, man steht vor der Tür, braucht aber irgendwie hier dann, deswegen ist hier so ein bisschen Platz, ist hier auch wieder so auf jeder Seite drei irgendwie so Brunnen, Lavabrunnen oder sonst was sind, die man irgendwie aktivieren muss, um die Tür aufzumachen. Und dann kann man nämlich hier zurück und hier an dieser Treppe, an dieser riesigen, die dann durch so eine Halle vielleicht nicht so durchführt nach unten, sind halt diese Seitengänge, wo man reingehen kann. Ja. Und da sind halt auch wieder dann die Rätsel, wo man dann wieder was aktiviert und nach der Reihe einzeln diese Tür aktiviert. Genau, und am Ende halt wieder kleines Rätsel vom Boss und dann der Bosskampf sozusagen. Der Pony-Boss. Ich wollte gerade sagen, symmetrisch ist der Dungeon auch nicht, ne? Nicht komplett, aber so ein bisschen schöner sozusagen aufgebaut, genau. Ja. Genau, da haben wir auch schon ein paar Rätsel, also so ein paar Ideen. Das eine Video mit den Lavawürmern kann man da machen. Das kann man immer wieder mal reinbringen, dass die da man so durchrattern. Man kann auch noch Feuerwände machen, also aus Flammen. Genau. Kann man das auch machen, anstatt aus Lava. Wir haben eh schon ganz viele Ideen, ne? Wir haben sie irgendwo mal aufgeschrieben. Also für das Feuerding hier gibt es unendlich Ideen. Das ist ja recht easy. Ja, also so ein Lavasee. Durch den man ein bisschen durchspringen muss, weil die Blöcke immer wieder verschwinden und so. Und wenn man halt reinfällt, stirbt man. Genau, wenn man ja stirbt im Dungeon, spawnt man wieder am Eingang von dem Dungeon, also schon drin. Genau. Resettet wird er erst eben, wenn man ihn verlässt und wieder neu reingeht komplett. Obwohl, wir müssen mal gucken, je nach Rätsellage, ob man dann nicht auch zwischendrin vielleicht mal einen Spawnpunkt neu setzt. Das müssen wir dann gucken. Ja, kann man schauen, aber ja, als aber Strafe. Also so schwer soll es nicht sein, dass da jemand zu oft verliert sozusagen. Ursprünglich war geplant, dass die ganze Adventure-Map, die wir hier machen, in dem ganz hier Ponyland, dauert irgendwie wie lang? 2 Stunden oder so für alles? Sollte sie, ja. Und wahrscheinlich artet das jetzt schon so aus, dass das Ganze allein schon für einen Dungeon vielleicht draufgehen wird, so eine Stunde oder so. Kommt drauf an, wie klug man sich anstellt. Ja, genau. Das ja genau, die Mobs müssen wir noch ein bisschen anpassen, weil da lassen wir eigentlich so ein bisschen speziellere Mobs spawnen, nicht nur irgendwie einen Zombie oder so, sondern denen irgendwas geben. Und genau. Ja, stimmt, und auf der anderen Seite, hier drüben, wo Marco schon ist, ist dann der. Das Fliegen nervt echt. Ist der Luft- oder Wind-Pony-Tempel. Da haben wir auch schon ein paar Ideen, da wird auch wieder vom Aufbau her wieder ähnlich sein, das sind wahrscheinlich wie 6 Rätsel. Aber hier ist noch nichts, ne? Ich guck gerade nach Plattformen. Genau, hab ich noch nicht gebaut. Okay. Da hat man ja geplant, dass man eben irgendwie arbeitet mit verschiedenen so Sprunghöhen, dass man am Anfang nur eine Sache erreichen kann. Wenn man das gelöst hat, kriegt man in diesem Hauptraum irgendwie eine Verzauberung, dass man höher springen kann. Dann kann man das nächste erreichen und das immer so weiter. Und ganz am Ende kann man zur höchsten Plattform hochspringen sozusagen. Hallo. Dann kann man da irgendwas mit einem Brunnen machen oder mit irgendeiner Statue, die einem die Kraft gibt oder irgend so einen Ventilator, dem man immer mehr Power gibt oder irgendwie so ein Schmarrn, keine Ahnung. Und genau, da hatten wir zwei ganz coole Ideen für kleine Rätsel. Die können wir, glaube ich, verraten, oder? Mit den Truhen, Marco. Ja. Die werden ja eh dann erklärt. Dass man als Starträtsel, als dieses Anfangsrätsel, um überhaupt in den Tempel reinzukommen, hat man einen Raum, wo Minecarts mit Kisten drin sind und die laufen im Raum rum. Und drunter sind einfach Ocelots, die halt unsichtbar sind. Und die geben ja eh schon diesen komischen Effekt von der Potion. Und dann sieht's aus, als wären es so leicht fliegende Minecarts. Und das sind zum Beispiel 5 Stück. Und in einem von diesen Minecarts oder in einer so einer Kiste ist ein Schlüssel drin oder halt ein Ding, was man braucht zum Aktivieren von der Tür. Und man muss die Ocelots verfolgen und es schaffen, diese Kiste aufzumachen, das Ding rauszunehmen. Und die Viecher rennen ja vor einem die ganze Zeit weg. Das heißt, man muss sie versuchen, irgendwie in so eine Ecke zu drängen oder so und schnell die Kiste aufzumachen und den Schlüssel rauszuholen.
Und dann für den Endboss noch als letztes Rätsel, dachte man vielleicht, oder irgendwo zwischendrin noch reinbauen, dann eine schwerere Version, dass man Jump Boost kriegt, dass man so 5 Kästchen hochspringen kann oder 3, je nachdem, wie man Schaden kriegt. Mhm. Und man das gleiche hat, nur dass es nicht mehr Ocelots sind, sondern Fledermäuse mit diesen Kisten. Und auch in einer Kiste ist, genau, in einer Kiste ist halt dann der Schlüssel drin, den man braucht zum Aktivieren. So dass man dann zweimal das gleiche Rätsel hat, nur halt dann in einer schwereren Stufe dann sozusagen. Genau. Ja, coole Ideen. Ah. Und ja, an sich dann in diesem Luftding, genau, in dem Luftding dachte man designerisch, dass dieser Hauptraum, wo man immer so springen kann oder öfters verwendet wird, dass wir diesen Boden benutzen vom Endportal. Ja. In den End. Dass wenn man da reinfällt, dass man dann in den End geportet wird und dann dort stirbt oder so oder irgendwie sowas in der Art. Oder ja, vielleicht kann man die unsichtbare Blöcke der Ruhe bauen, dass man da davor stirbt, wenn man runterfällt. Das halt so ein bisschen cool aussieht, dass man in diesem Tempel so rumrennt, dass es so aussieht, als hätte der Tempel eigentlich keinen Boden, keinen richtigen, sondern nur dieses Endportal. Ich weiß gar nicht, ob man so da Tripwires überall drüber legen kann. Aber das sieht, glaube ich, nicht so. Ich glaube, es gibt aber irgendeine Block-ID, die auch noch durchsichtig ist, aber ein fester Block. Irgendwas gibt's da, glaube ich. Ja, müssen wir mal schauen. Oder man kann ja eigentlich durchfallen, weil wird da der Spawn gesetzt? Nicht, oder? Im End? Wenn man im End stirbt, spawnt man in der Overworld wieder normal, gell? Ja, als Spawn, ja, ich glaube schon. Okay, wäre halt so eine Strafe, dass wenn man runterfällt, hat man jetzt einen verkackten Ladebildschirm und landet in dieser komischen Welt. oder vielleicht mit dem Test-Vor-Comment kann man es dann testen, dass wenn man unter eine bestimmte Höhe fällt, dass halt der Boden immer auf der gleichen Höhe ist. Wenn man da drunter fällt, stirbt man halt instant oder so. Muss man mal schauen, weil es wird vielleicht ganz cool aussehen für so einen Lufttempel, dass man da. Und da arbeiten wir wahrscheinlich dann mit recht viel so Jump-Potions und Speed-Potions irgendwie, dass man da so recht weit springen kann, hochspringen und so. Ich glaube, von den Dungeons her würde ich jetzt nicht mehr viel groß erklären, weil es soll ja auch noch ein bisschen Geheimniskrämerei sein, was da jetzt alles wie genau funktioniert und so. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht nochmal in die Oberwelt nachher wechseln? Vielleicht irgendwas zeigen? Oder. Oh. An sich, ja genau, die Dungeons sind fertig. Wir haben ja noch die, das sind ja die Tempel, wir haben noch die kleinen Dungeons, da müssen wir uns noch Gedanken machen. Genau. Die sind aber jetzt, glaube ich, da werden wir keine komplizierten Rätsel. Genau. Da müssen wir mal zusammenzählen, wie viele es sind und wie sie ungefähr aussehen sollen. Da könnt ihr, glaube ich, sogar theoretisch die Dungeons zuerst bauen und dann setzen wir da ein bisschen Kisten rein oder Mobs oder so. Ja. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht mit extra Karten arbeiten, dass man eine extra Karte braucht, weil wenn das echt nur so eine kleine Höhle ist mit 2 Abzweigungen links, rechts oder so. Ist auch ein bisschen so für einen Spieler, dass man da ein bisschen was erkunden kann. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Schnitt und wechseln rüber. Genau, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns dann. Genau, schauen wir da mal weiter. Bis dann. Bis dann.